Achso, ja, klar. Schon gut, 15 Sekunden. Und so Mist, wie ich versuche mich immer noch anzugreifen. Obwohl ich tot bin. So zwei Gegner üblichen, sprengen. Dich hart, rammelt dich und versucht dir den Geist so richtig weg aus dem Körper zu treiben. Nein, er bangt nicht so richtig weg. Verstehst du? Bang, wegen der Explosion. Bäh. Wow! Ey, nee, jetzt. Hallo, Öberchen. Multi? Was? Ich laufe an dem vorbei, nichts passiert. Komme. Lauf weiter und. So, was macht ihr? Ah, ihr elenden, verdammten Scheiß Ritter! Boah, weißt du noch, wie man die Dorn kriegt? Wie man hier am Kämpfen ist, damit der Typ nicht drauf geht? Ja. Gibt eine spezielle Waffe, da muss man diese Mission so ähnlich machen. Ab einem gewissen Level von Downheit von dem. Komm, hat mir gefallen. Und von diesen Schiffen muss man auf das fünfte Schiff warten und währenddessen darf man die Krieger nicht töten. Jetzt ist die Mission beendet. Und wenn das fünfte Schiff dann da ist. Gefallen. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn das 5 ist. Mist! Du bist der Letzte! Bomben. Oh. Toll. Wenn das 5. Schiff da ist, kommt ein Gegner, den musst du töten, um diese Waffe zu bekommen. Eine der am schwersten zu kriegenden Waffen. Und Stärke? Ist die Waffe dann auch stark? Ja, immerhin an der Kette. Die hat Maximallevel, ist eine exotische. Und sie macht durchgehend Damage, also du schießt die Gegner an und die werden vergiftet. Kriegen immer weiter Schaden. Sollen wir jetzt versuchen, die zu holen? Im Endeffekt. Nein. Ich bin jetzt nicht vergiftet. Das ist mehr, weil das Teil ja 1 exotisch ist. Wow. Ja, 2 mehr zu. Das Ding können die nicht so einfach. Er ist frei! Lauf, ihr Narren! Ah ne, flieg ihr Narren, ne? Was das Zitat zeigt. Wow. Achso, bin tot. Ja? Warum? Da liegt's. Ich kann mir nicht hören! Danke. Bin ich der Letzte? Da von oben sind echt. Nee. Elmi ist bei dir. Und ich auch. Ach. Hier ist eine Höhle mit einer Aalverwand davor. Toll. Ja, die. Und du fandest es schon seit Extremus OP? Ich? Ja. Ich find's geil, aber nicht OP. Warum Gegner war doch OP? Nee, das war der Level 7 Blattschaden draußen. Ah, stimmt ja, der. Siehst du, da nee. Kommt jetzt ein Schiff. Du meinst und wegen von der Folge, Schiff dass. Kommt 5. Du meinst wegen der Folge, dass ich OP-Gegner zu OP geschrieben habe, genannt habe. Ja. Das war in dem Keller mit den roten Fragezeichen. Das Vieh mit den roten Fragezeichen. Ach, das! Ach, okay. Ja gut, das liegt am Level. Der Typ ist eigentlich total billig. Nimm, mein Freund. Genau, beschwer dich. Bist du nah gekommen, ne? Also richtig gut.
Exotisch. Toll. Nur noch Schrotze, 10 Schuss. Dann töte Minions mit der Schrotze. Ich mach den gerade im Nahkampf, also. Ja, ich hab. Eben, das kommt bei raus. Ne, das waren Minions. Jetzt hast du doch keine Minions. Überall. Ich suche. Ah, eine Kiste. Was? Eine goldene. Was? Kommt runter. Hier. Warum? Da ist noch was. Ich wollte vergessen, dass hier eine war. Okay, ich brauch Muni. Verschont mir bitte die Gegner. Wofür Muni? Wir töten den Bastard einfach. Ich sehe meinen Lebensbalken nicht, weil ich gerade ein Level an habe. Ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel. Nö, der ist. Also da ist. Leider bei meinem Lebensbalken. Was? Du wirst noch. Du kannst getötet werden, wenn du die Ulti anhast? Ja. Man stirbt endlich. Ey, du elender scheiß Bastard, ey, du Missgeburt. Warte, ich kann nicht gleich mal. So, oder Helmi tötet den einfach. Du hast es erledigt. Endlich wurde das Monstrum zerstört. Die Vorhut wird dankbar sein. Eine Kreatur der Finsternis wurde besiegt. Und nice. Unsere Welten vor diesem Übel verschont. Geil, richtig schön Loot. Wie viele Scharmonstrositäten sind noch da draußen und wachsen in der Dunkelheit heran. Wir werden es wohl allzu bald wissen. Richtig geile Loot habe ich gerade bekommen. Alles blau. Nice. Oh, 59 Gels, wie geil. Also, das da habe ich das gerade richtig gesehen. Hatte ich die meisten Präzisen diesmal? Ja. Kann doch gar nicht sein. Doch. Wenn ich mit dem Automatikgewehr rumlaufe. Ja, ich muss wir haben doch eine Streuung von. Ausrüsten? Ran, wie bekommst du es eigentlich immer hin? Alter! Was? Ich Level 75, ey, ich habe vielleicht Level 68. Ja. Das liegt aber auch nur, weil ich im Level höher bin und deshalb schon Level 14 Zeug angelegt habe. Blauen Raketenwerfer, ein Impulsgewehr Level 14. Beinschutz sind Level 14. Krank. Deshalb bin ich höher. Ansonsten mit Level 13 equipped wäre ich noch unter dir. Ja. Alles mit Level klar. 13 hatte ich eben 64. Was machen wir? Sollen wir zu Venus? Oder sollen wir zum Dings? Weil beim Reisenden ist auch so ein violettes Symbol. Ja, der will dir jetzt zu dem Typen, den wir gerade frittiert haben, noch was geben, aber. Das ist gut. Können wir auch später noch machen. Okay. Na dann. Dann mal ab zur Venus. Und ab dafür. Venus Fliegenfalle. Ab zur Venus Fliegenfalle. Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Die Venus hat einen Dschungel? Nein. Doch.
Venus wurde bepflanzt. Damen verteilt. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Die Frage ist jetzt, was ist zu tun? Gegner töten. Ja. Nichts. Mir gefällt es nicht, hergeschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Sieht schon episch aus. Mhm. Und ihr lauft direkt schon mal vor, hm? Nee, ich nur nicht. Ich versuche gerade was rauszusuchen. Schon geil aus. Gegner. Ich komme. Da. Lauf mal wieder voraus. Jupp. Ich meine, hier irgendwo müsste ein Geist liegen. Meinst du den auf dem Dach? Dach? Nee, hier im Auto drin noch, meine ich. Im Auto? Im Auto. In einem ist der Autos. Hier auf dem Dach eine. Wir sind verbunden. Sparrow verfügbar. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Ich glaub nicht. Echo, komm mal hier hoch. Ja, vielleicht findest du. Sie können sich teleportieren. Ich weiß, wo ihr seid. Na, großartig. Ja, über die auch. Die Hüter-Sensoren, um sie aufzuspüren. Also. Bringen wir sie wieder online. Moin. Ja? Nee. Ja? Ja, was soll ich hier? Ich meine, hier war noch ein Geist drin. Ja? Irgendwie auf dem Dach auf dem Kopf. War vielleicht auch nur, weil ich von da ständig gestanden. Oder hier. In eines der Autos auf jeden Fall. Hab ihn schon. Echt super. Ich will wissen, was hier drin ist. Da kommen wir noch später rein. Da gibt's noch. Sieht nicht nach einer goldenen Schatzkiste Höhle aus. Nein, nein, die ist ja nicht. Boah. Schön hier noch durchzulaufen, da bin ich ohne wieder. Besessene. Was? Schön noch hier durchzulaufen zu können, ohne Besessene. Ja. Wäre jetzt ungünstig. Hier ist noch eine Kiste. Komm wir schon. Ah,
war noch mit den Gegnern wo? Vor der Tür beschäftigt. Wo? Hier, ah. hier. Geistblüte. Du kriegst vielleicht irgendwann mal Waffen, die verschiedene Gegenstände brauchen im Endeffekt zum Hochleveln. Manchmal brauchst du diese Drehmetall, manchmal das Relikteisen, manchmal die Hagium-Filamente. Okay. Ja, und beispielsweise bei. Los, zu das gibt's glaube ich erst ab Lila. Heraus, was sie uns zeigen möchte. Ab Lila Equip brauchst du eben diese besonderen Teile im Endeffekt, um die Waffe hochrüsten zu können. Aber irgendwann hast du so viele, da ist es eigentlich egal, ob du die hast oder nicht. Ich freue mich schon, wenn dieser Moment kommt. Oh ja, später. So, du hast dich doch gerade eben noch gefragt, was hier drin ist, ne? Wie wär's? Wir gehen einfach mal rein. Wir müssen sogar da rein. Eben, deshalb ja. Hier ist eine goldene Kiste. Du laberst, hier wäre kein. 179 Gimmel oder wie das heißt. Glimmer. Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Ja, was ist das? Ich gehe in meine Safe. Faszinierend. Ein Konflux sichtbar ionischer Ströme, die wohin führen? Nein. Es sind hier Rex in Deckung. Goblin. Ist das Problem? Keine Ahnung. Das schon nicht. Das heißt, sind wir hier zu zweit, glaube ich, durchgelaufen, oder? Ja. Wir dachten wir uns. Oh, fuck! Ja, wie gesagt, beim ersten Mal waren wir irgendwie derbes Unterlevel, weil wir nie die Beute zugemacht haben. Wir kamen hier immer mit Mindestlevel in die Mission rein. Aber wir laufen hier eigentlich auch ohne Beutezüge eigentlich durch. Anscheinend schickt man mittlerweile. Ich bin mittlerweile die ganze Zeit Beutezüge gemacht. Echo auf. Diese Beutezüge meinst du? Oh, Beutezüge. Naja. Deshalb laufen wir hier quasi mit mehr als Max-Level rum. Oh! Wenn die rot leuchten, machen die sich nicht. Das heißt, dann kannst du die nicht machen. Das ist quasi, muss die direkt auf einen Schlag hüpfen, oder? Ah, jetzt haben die Schwere für Schütze rausgeholt. Boah. Hüpfe brauchen. Seid die Penner. Toll. Ich setz meine. Was sind das für Dinger? Sind noch welche intakt, damit ich sie analysieren kann? Ich dachte gerade, mein Spiel hätte sich aufgehangen.
Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das. Finde ich gut eigentlich den Namen. Ein kleines Licht. Ist Little schön. Lumos. Das hört sich jetzt irgendwie fast schon nach einem Zauberspruch an. Oh mein Gott, wir haben einen Hexer unter uns. Wen? Nee, ich finde den Spruch, ich habe keine Zeit, um es dir zu erklären oder so. Ich habe keine Zeit, um dir zu erklären, warum ich keine Zeit habe. Nein. Genau das. Ich habe keine Zeit, um dir zu erklären, was ich nicht erklären kann. Was? Das war ihr Spruch. Nein. Doch. Nee. Ich hab's aufgenommen. Sie hat keine Zeit, um zu erklären, warum sie keine Zeit hat. Guck's genau dir nochmal an. Upgrade. Geht einfach darum, dass die Entwickler diesen Schritt selber eingebaut haben, um einfach, weil sie einfach keine Zeit hatten, mehr Story-Inhalte im Endeffekt mit einzuimplementieren. Diese Stelle zeigt einfach am allerbesten, warum, weshalb, wieso die einfach so wenig Zeit haben. Die versuchen einfach irgendwie was zu machen, um es im Endeffekt doch nicht zu machen. Und dann bauen sie lieber so was ein, um weniger Story im Endeffekt einzubauen. Das ist einfach. Meiner Meinung nach, das wird ja nie bestätigt, das was du jetzt sagst. Meiner Meinung nach liegt es einfach daran, dass sehr viel von der Story im Nachhinein weggekürzt wurde, dass dieser Satz keinen Sinn mehr ergibt. Genau das. Das liegt einfach daran, dass der offizielle Story-Schreiber, der zu Anfang von Bungie eingestellt wurde, einfach gekündigt wurde. Ja, und dann den nur halbherzig rausgeworfen. Ja, dann dadurch wurde alles so ein bisschen halbherziger. Deswegen haben die auch so lange erst gebraucht, bis sie das Spiel so gemacht haben, wie es jetzt ist. Turm, dann Riff, während wir diskutieren. Ja, sorry, ich war gerade upgraden und so.
Dann nimmt das zum Turm. Warte mal, gehen wir zum Riffturm oder nur ins Riff? Zu unserem Turm. Weiß. Ich muss erstmal die Anagramme entschlüsseln lassen. Ich habe so viele. Hast du denn jetzt die Destiny DLCs installiert? Nee, noch nicht. Müsstest du aber eigentlich haben. Eigentlich alle Inhalte haben. Musst du mal machen. Nein, ich brauche Rüstung. Das ist das Geile an diesem Spiel. Während es lädt, kannst du einfach ins Inventar und dein Zeugs machen. Ja. Interessant. Das ist Cheat. Echo? Hä? Cheaten, wenn ich mir jetzt was rüberschiebe vom anderen Schau. Und was? So die ganze Zeit. Nö, ich nicht. Was willst du denn rüberziehen, ne? Rüstungsfragmente, damit ich meine Rüstung upgraden kann. Ach so. Nee, mach ruhig. Okay. Wo sollen wir anfangen? So. Ich hab im Inventar, in meinem Inventar. Mal sehen. Warte kurz. In die Finsternis. Was, Jäger? Hä? Vorhin war es ja noch gerade da. Hab ich schon eingetauscht, komisch. Hey! 13, 14, 15, wir können zählen. Der Level. Scout-Gewehr. Nee, lass ich noch. Hat eben auf der Venus 4 Beutezüge erledigt in der einen Mission. Echt? Jo. Ich nicht. Deshalb bin ich jetzt mal eben Level 15. Ich hab Sachen, die sind schon stärker als als das, was ich immer wieder neu dazu bekomme. Klammer. Also ich misste mal kurz aus. Jetzt hätte ich fast einen Krampf bekommen. Konnte ihn gleich noch so abwehren. Krampf abgewehrt. Ja. Wow. Wo der steht, musst du das Bein sozusagen in die andere Richtung strecken. Ach so. Ich weiß, es klingt dumm, aber ja. Klingt interessant. Willst du ein präzises Beispiel? Oh ne, passt schon. Level 15. Den lassen wir noch. Beinschutz. Scout-Gewehre. So. Jetzt habe ich alles, was... Alles, was ich nicht brauche, von den Rüstungen abgeworfen. Jetzt kommt die Dings dran.
die Waffen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, sorry. Ich will was ausprobieren. Trophäe erhalten, Einsatz von Waffen. So. 2300 Glimmer. Alles, oh, cool. Ich habe schon wieder fast einen Kiste Zug fertig. Nicht.